this is actually something I really love about the Yetten dog, is the sounds. The music, the laughter, the cowbells on the other side of the valley. The sheep, the running water. Ja, ich bin jetzt bereits zum fünften Mal hier in diesem Jotendorf seit 2013 und ich komme immer wieder gerne zurück. Für mich ist es ein mega Kraftort, für mich ist es ja, wirklich eine Magie hier, einfach so im Einklang zu leben mit der Natur, mit dem Wasser, das auch noch da ist, mit den Pflanzen, mit den Tieren, aber auch mit den ganzen Bewohnern, die hier einfach so viel Energie drinstecken und einfach aus lauter Freude und Herzblut hier wirken. Und ich bin wirklich mega von Herzen gerne hier. There is a good balance between doing and being here that I really appreciate. As someone who has come here to be on the team for a short time. As Jotendorf, kind of mystic, alternative Bauweisen, Lebensweisen, ja, die einem das Herz aufmachen und auch die Verbindung zur Natur rüberbringen, einen verbinden mit der Erde, in Verbindung mit tollen Menschen, tollen Projekten und einfach sein dürfen. Also für mich findet hier ein bisschen echtes Leben statt, so wie Leben eigentlich wirklich funktioniert. Und wir können hier wieder Dorf sein und uns begegnen und es ist wie so eine Oase in der ganzen verrückten Zeit, in dieser Welt, in der wir leben. Eine Oase der Echtheit, der Verbundenheit, des Miteinanders, des Feierns, des Weins, alles möglich da. Was ein paar Jahre dürfen begleiten, als Lagerleiter. Jetzt nach langer Zeit wieder hier hergekommen, wunderbar. Was hier erschaffen worden ist, jetzt mitten in der Natur. Ganz ein schöner, starker Platz. Ein Geschenk für alle, die hier hergekommen dürfen. Sehr dankbar. Und das alles wegen der Andrea und ihren lieben Leuten. Genau. Es hat Tiere, Pflanzen, ganz viele Menschen, die von hierher kommen. Und jetzt das schöne Tal, das die ganze Energie zusammenhält. Am Ende der Welt. Genau. Sehr schön. Danke vielmals. Oh.
gibt es keine Zeit, hier gibt es keinen Kalender. Natürlich wissen wir, wann wir an- und abreisen, aber in der Zeit, wenn man sich hier ganz darauf einlässt und ganz da ist, dann kommt man ganz zu sich selbst. Und das ist wunderschön. Vielen Dank, Jürgen.